Liebe Schwestern und Brüder, die Familie des Karl Borromäus gehört zum europäischen Hochadel, der in Politik und Kirche die Fäden in der Hand hält. Und als Karl Borromäus 1538 geboren wird, steht dem jungen Adligen eine glänzende Laufbahn offen, die ein in erster Linie sorgenfreies Leben ermöglicht. Und selbst als er überlegt, in den kirchlichen Dienst zu treten, Priester zu werden, kann man davon ausgehen, dass es eine gute Laufbahn wird, ohne einen Einsatz vor Ort zu höherem Berufen. Und als Mensch seiner Zeit schlägt Karl Borromäus zunächst diesen ihm vorgezeichneten Weg ein. Aber er geht ihn von Anfang an als verantwortungsbewusster Christ. Er richtet sich nicht an unsinnig und anstößig gewordenen Traditionen, sondern ganz an Jesus Christus aus. Wir müssen uns in die damalige Zeit zurückversetzen, als man durch Geburt schon im Kindesalter Privilegien hatte und der Weg vorgezeichnet war. Als 12-Jähriger wehrt Karl Borromäus sich das Geld, das ihm als Abt zusteht, für sich zu gebrauchen. Er will es den Armen zuwenden. In jungem Alter wird er Kardinal und er wählt in Rom einen bewusst bescheidenen Lebensstil. Er gibt seinem Leben eine religiöse Ausrichtung und lässt sich dann zum Priester und Bischof weihen. Kardinal konnte man auch ohne all dies werden. Und schließlich gibt er alle Ämter am päpstlichen Hof auf, um sich als Bischof wirklich einer Diözese zu widmen, als Hirt zu sorgen. 1563 war das Konzil von Trient zu Ende gegangen und es hatte damals viele Impulse zur Erneuerung des kirchlichen Lebens gegeben. Und Karl Borromäus gibt sich mit Eifer daran, die Reformen in seinem Bistum durchzuführen. Und sein Bistum Mailand grenzt an die Schweiz und da waren gerade weite Teile protestantisch geworden. Und er spürt, ich muss die Reformen umsetzen, damit das katholische Leben in meinem Bistum wachsen kann. In zahlreichen Gesetzen versucht der Bischof, das religiöse Leben neu zu ordnen. In Predigten und Hirtenbriefen ermahnt er das Volk und stärkt den Glauben in seiner Diözese. Diese Gesetze und Ansprachen werden gesammelt und andere Bischöfe nutzen sie, um in ihren Diözesen für diese Erneuerung des kirchlichen Lebens zu werben. Dabei weiß Karl Borromäus, dass Gesetze und Ordnungen alleine eine Diözese nicht erneuern. Und deshalb richtet er gemäß den Weisungen des Trienter Konzils Priesterseminare ein, in denen die theologische Ausbildung sichergestellt wird und die religiöse Formung der zukünftigen Priester, etwas, was damals nicht selbstverständlich war. Und er setzt sich dann auch noch für die religiöse Bildung der Gläubigen ein. Anliegen, die Jahrhunderte später der nach ihm benannte Borromäus-Verein aufgreift mit den Büchereien, die wir heute noch in vielen Gemeinden haben, in pfarrlicher Trägerschaft. Die Bildung der Gläubigen. Er schafft Studienheime, die der christlichen Bildung der Laien dienen sollen. Das, was wir heute noch in unseren katholischen Bildungswerken erleben. Vor allem aber ist es ein Bischof und Kardinal, der nicht vom Schreibtisch aus regiert, sondern er ist unermüdlich unterwegs, um die Pfarreien seines ausgedehnten Bistums zu besuchen.
Und er kümmert sich dort um die großen und die kleinen Fragen und Sorgen des alltäglichen kirchlichen Lebens. Er ermahnt, er reglementiert, manchmal muss er auch strafen nach dem vorgesehenen Recht. Und er nimmt Zuflucht in den Gemeinden, auch wenn es politische und militärische Maßnahmen in seinem Bistum gibt. Aber er ist immer nah dabei. Und so ist er ein guter Hirt. Und das zeigt sich dann in besonderer Weise, und das ist die große Herausforderung noch einmal in seinem Leben, als im Pestjahr 1576 die Krankheit, diese tödliche Krankheit, sich in Mailand ausbreitet. Sogar Regierungsmitglieder fliehen damals aus der Stadt. Die Versorgung der Kranken bricht zusammen. Aber der Erzbischof, der auf seinem Posten geblieben ist, nimmt die Zügel in der Hand. Er organisiert die Betreuung der Kranken und der Sterbenden. Er selbst kümmert sich um die notwendige Pflege und steht den Schwerkranken als Seelsorger zur Verfügung. So erneuert Karl Borromäus das religiöse Leben in seinem Bistum, nicht nur als Verwaltungsmanager oder kirchlicher Reformpolitiker, sondern als Priester und Bischof, der sich ganz von Jesus Christus in Dienst genommen weiß und nach dem Vorbild Jesu Christi ein guter Hirt für die Menschen sein will und auch ist. Liebe Schwestern und Brüder, der heilige Karl Borromäus, nachdem auch manche Priesterseminare in Deutschland benannt sind, er ist ein Vorbild für jeden Priester. Was bedeutet Priester sein? Wie Kardinal Frings es in seinem Leitwort gesagt hat, für die Menschen bestellt zu sein. Ein Vorbild für jeden Bischof in allen Überlegungen, was es für Strukturen geben kann, wie geistliches Leben in den Bistümern erneuert werden kann. Karl Borromäus ist ein Mensch, der von den Regierungsverantwortlichen bis zu den Gläubigen vor Ort alle im Blick hatte. Und der wollte, dass die Menschen gebildet sind, dass sie wissen, was sie glauben, dass sie auskunftsfähig sind, dass sie über ihren Glauben sprechen und sich austauschen können. Ich habe eben bereits die Büchereien erwähnt. Das ist sicherlich auch ein Anlass, der heutige Tag, allen, die sich ehrenamtlich in unseren Büchereien engagieren, einmal Dank zu sagen. Ich selber habe in meiner Jugend, in meiner Heimatpfarrei Neuss, auch im Büchereiteam mitgewirkt. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir gebildet sind in nicht nur Lesen der Bibel, die ja das meistverkaufte Buch der Welt ist, aber wahrscheinlich das am wenigsten gelesene, dass wir die Bibel lesen, dass wir uns austauschen, aber dass wir auch sonst lesen, dass wir uns weiterbilden, dass wir unseren Horizont erweitern. Und dazu helfen auch unsere Büchereien. Wenn man hört, dass die Menschen immer weniger lesen, auch die Zeitung nicht lesen, dass sie sich nicht richtig informieren, dann ist das eigentlich sehr kurz gedacht. Wir müssen uns nicht nur für unseren eigenen Bereich interessieren, wo wir leben und arbeiten, fachspezifisch, sondern eine weite. Und da ist das Buch eine wunderbare Gelegenheit, den Horizont zu erweitern, wo wir nicht etwas vorgestellt bekommen, wie wenn man etwas im Fernsehen oder sonst wo sieht, sondern dass man seine eigene Fantasie aus den Büchern herausschöpft. Auch dafür stehen unsere Pfarrbüchereien. Liebe Schwestern und Brüder, versuchen wir da, wo wir leben, als Getaufte und Gefirmte oder als Geweihte oder im Ordenstand, den heiligen Karl Borromäus als ein Vorbild zu haben. Das Nötige zu tun, Strukturen müssen auch sein, aber dann vor allem aus der Liebe heraus zu leben, uns weiterzubilden und vor allem auch karitativ die Liebe Gottes an andere weiterzugeben. Amen.